Hallo, hier ist wieder Belinda von Stieleck und Herkules ist natürlich dabei. Er möchte mich heute tatkräftig unterstützen. Wir basteln nämlich eine Frühlingskiste. Wunderbar für die Deko zu Hause, vor der Haustür, aber auch ganz prima als Geschenk mitzunehmen, wenn es mal schnell gehen muss. Fast alle noch von Weihnachten übrig, eine Clementinenkiste. Klein, fein und ganz toll verwendbar. Habe ich mir ein bisschen Seidenpapier aus dem Blumengeschäft mitgebracht. Kann auch Geschenkpapier sein. Manchmal sieht das auch ganz hübsch aus mit Kartonpapier. Da schlagen wir die Kiste ein, ruhig ganz locker. Darf ruhig etwas knautschig sein. Dann ein bisschen Plastikfolie, damit die Töpfe nicht durchnässen. Damit es nicht unangenehm wird, wenn man das Geschenk überreichen möchte. Das versenken wir in dieser Mandarinenkiste. Dann habe ich ein buntes Potpourri mitgebracht an Frühjahrsblühern. Zum einen ist es die kleine Mini-Narzisse, Tête-à-Tête wird sie auch genannt. Dann haben wir eine hier sehr schöne duftende Hyazinthe als Zwiebel. Dann das Tausendschönchen, man sagt auch Bellis dazu in Rosé. Dann eine leuchtend weiße Primel, jetzt ganz aktuell im Frühjahr. Etwas Bleibendes, was später auch gut in den Garten kann, das ist das Efeu. Das lockert die ganze Sache ein bisschen auf. Wolltest du mithelfen, Herkules? Das ist fein. Und dann haben wir noch das kleine Hornpfeilchen. Das passt auch noch sehr schön hier in die vordere Ecke hinein. Damit das Ganze etwas aufgelockert wird, haben wir wieder etwas Moos gesammelt aus dem eigenen Garten. Oder beim Gassigehen mit dem Hund kann man das prima erledigen. Jetzt werden die Ecken ausgefüllt. So entstehen keine Hohlräume. Die Feuchtigkeit wird gehalten, man braucht nicht so oft gießen. Hier hinten noch mal ein bisschen in die Ecke. Dann haben wir auch bei unserem Spaziergang ein paar Zweige entdeckt. Noch ohne Laub, da kann auch nichts welk werden. Die können wir hier mittig reinpapieren, einfach quer rüberlegen und das Ganze noch mal mit einem farbig abgestimmten Schleifenband verzieren. Wer möchte, kann noch eine kleine Grußkarte mit dranhängen oder einen netten Frühlingsanhänger und schon ist die Geschenkekiste perfekt. Wenn es weiter Richtung Ostern geht, eignen sich auch noch die ausgepusteten Hühnereier vom Sonntagsfrühstück. Einmal blanko, legen wir mittig rein und dezent draufgeschrieben, frohe Ostern. So hat man schon eine gute Geschenkidee. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bis zum nächsten Mal.